Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ja, wenn ihr euch umschaut, das ist nicht Seevetal, Vleestedt ist auch nicht Hamburg. Wir sind auf Lanzarote mit Audi und dürfen euch heute in diesem Video den neuen Q8 e-tron vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist der neue Audi Q8 e-tron. Das ist eine Modellpflege des bekannten e-tron, der vor 4 Jahren vorgestellt wurde, der mittlerweile schon 150 begeisterte Kunden auf der ganzen Welt gefunden hat. Und jetzt kommt das Update, die Produktaufwertung nennt Audi das. Audi hat an entscheidenden Stellschrauben gebessert, die wir euch hier in diesem Video zeigen werden. Und ich darf so viel schon verraten, es sind genau die 3 Stellschrauben, die uns Elektroautofahrer interessieren. Ich will möglichst weit kommen mit meiner Batterie, ich will möglichst schnell wieder laden und ich möchte möglichst effizient und sicher fahren. Genau daran haben sie gearbeitet, wie erkläre ich euch gleich im Detail. Bevor es losgeht, ein paar Worte zu unserem Testwagen. Das ist ein SQ8, quasi das oberste Regal. 370 Kilowatt Leistung, das sind rund 500 PS, stehen hier zur Verfügung. In 4,5 Sekunden geht es von 0 auf 100 mit über 970 Newtonmeter Drehmoment. Das Auto ist mystikschwarz, passt toll in diese Landschaft und hat auch das sogenannte Schwarzpaket. Das heißt, der Kühlergrill, der sonst in oder der Frame um den Kühlergrill, der sonst in Alu-Optik ist, ist schwarz. Die Amerikaner würden sagen Triple Black, außen schwarz, innen schwarz, schwarzer Himmel. Ein Wahnsinnsauto. Und jetzt zeige ich euch die 4 Unterschiede, die 4 Updates, die dieses Fahrzeug erfahren hat. Ja, das, was uns Elektroautofahrer am meisten interessiert, ist natürlich, mit dem E-Auto schnell weiterzukommen. Und dazu gibt es verschiedene Punkte, die das ermöglichen. Die Akkugröße ist wichtig. Ich möchte einen großen Akku haben, mit dem ich möglichst lange fahren kann, ohne aufzuladen. Das wäre für mich der erste Punkt. Und da hat Audi das Produkt hier nochmal aufgewertet. 106 Kilowattstunden netto ist die Kapazität, die ich zur Verfügung habe. Ein Akku ist ja immer so verbaut, der ist so drin in dem Auto unten drunter. Und deshalb habe ich hier neben mir ein virtuelles Exponat, das gleiche Auto nochmal virtuell für euch. Und ihr könnt hier sehen, wie der Akku sich aufbaut. Das Interessante ist, und das zeigt auch die Weiterentwicklung bei Akkus, der Bauraum ist derselbe. Der Akku ist nicht größer geworden, aber hat viel mehr Kapazität bekommen. 106 Kilowattstunden netto sind das jetzt. Und das bietet diesem Auto eine Reichweite von über 500 Kilometern WLTP. Und wenn man den nicht S nimmt, dann bist du bei fast 600 Kilometern WLTP-Reichweite. Aber was nützt mir der große Akku, wenn er schnell leer ist? Und deshalb ist das zweite Thema, was ich brauche, um schnell weiterzukommen, Effizienz. Und das hat was mit Luftwiderstand zu tun, gerade bei einem Elektroauto. Und da hat Audi nachgearbeitet. Auch hier zeige ich euch das an diesem virtuellen Exponat, an dem virtuellen Audi SQ8, der hier neben mir steht. Und ihr könnt hier den Luftfluss sehen. Überarbeitet worden sind die Air Curtains, also der Luftfluss in die Frontmaske hinein, an den Seiten rum und auch der Luftfluss unterm Auto. Auch das ist überarbeitet worden. Diese Lamellen lassen sich verschließen jetzt, sodass man das regulieren kann. Und das spart in Summe unheimlich viel, ja, Treibstoff will man nicht sagen, Strom, sodass ich den großen Akku auch zu echt guter Reichweite kriege und schneller weiterkomme. Ja, nun habe ich einen großen Akku und ich bin effizient unterwegs und das Dritte, was mir noch fehlt, ist das schnelle Aufladen. Viel Akku dabei haben, große Reichweite, effizient einsetzen und wenn ich denn laden muss, schnell wieder laden und weiterkommen. Das ist der dritte Punkt, der so wichtig ist beim Elektroauto. Auch hier hat Audi nachgelegt, wobei nachgelegt ist schon fast untertrieben. Das Auto hatte immer schon tolle Ladedaten, 150 Kilowatt Ladeleistung Peak und die Ladekurve ist wie so ein Tafelberg. Das geht richtig durch. Viele Elektroautos haben eine hohe Ladeleistung, Peak, die ich für einen kurzen Moment erreiche und dann geht es gleich wieder runter. Das ist was für ein Prospekt. Bei Audi ist die Ladekurve ziemlich konstant und die ist hier nochmal erhöht worden, die Ladeleistung, auf 170 Kilowatt. Also er lädt auch noch schneller. Interessanterweise erreiche ich die 170 Kilowatt Ladeleistung, Peak, bei 60% Akkustand. Das können wir hier auf Lanzarote alles nicht ausprobieren. Werden wir euch in Ruhe nochmal zeigen in einem Test, den wir nächstes Jahr mal ausprobieren.
ausführlich machen. Aber auch das ist nochmal überarbeitet worden. Also in sich stimmiges Konzept, mehr Akku, effizienter eingesetzt und höhere Ladeleistung. Bis hierhin ist das alles Theorie, denn jetzt geht es um Fahren und da hat Audi auch nochmal nachgelegt. Das Fahrwerk von dem Audi e-tron war immer schon klasse und es geht ja auch darum, diese brachiale Leistung auf die Straße zu bringen. Und Audi hat dieses Fahrwerk und das Ansprechverhalten nochmal nachgeschärft. Das zeige ich euch hier auch an dem virtuellen Exponat hier neben mir. Und zwar ist das Übersetzungsverhältnis des Lenkgetriebes nochmal etwas verändert worden. Das Ganze ist jetzt etwas direkter, reagiert etwas direkter und es sind verschiedene Fahrwerksteile nochmal angepasst worden, die etwas härter eingestellt worden sind, zusammen mit einer Anpassung der Steuerung, der Luftfederung und der Stabilitätskontrolle ergibt sich nochmal ein etwas direkteres und ja, wie soll man sagen, sportlicher will ich es gar nicht nennen, das Auto ist trotzdem noch bequem, also er fährt sich einfach klasse, merkt man hier auch auf den Straßen auf Lanzarote, die nicht ganz so einfach sind. Also kommt mit, ich fahre den Audi SQ8 für euch. Fahren wir mit dem Audi SQ8 und ganz ehrlich, hier ist schon der erste Kreisel, davon gibt es viele auf Lanzarote und wir probieren das mal aus. Ich gebe mal Gas und der klebt auf der Straße super. Insgesamt ist das eine Insel, auf der unheimlich viele Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten, also so richtig ausprobieren können wir dieses Auto im Grenzbereich hier nicht. Aber darum geht es hier auch nicht, es geht darum, es euch vorzustellen. Und es ist landschaftlich eine wunderschöne Landschaft hier. Sieht fast aus, als wenn man hier die Mondlandung üben könnte. Und dieser Wagen in dieser Farbe Mystery Schwarz, komplett schwarz-schwarz, also mit Schwarzpaket, schwarz innen, schwarz außen, passt natürlich ideal zu dieser Landschaft. Und wir haben euch auch noch für diese Aufnahme eine Insta360-Kamera hier an die Scheibe gehängt. Dann können wir euch nämlich hin und her blenden zwischen uns hier im Auto und dem Blick nach draußen. Und jetzt schaut mal raus, was das für eine Straße ist, was das für ein Blick ist hier auf Lanzarote. Das ist schon toll. Es geht nur geradeaus, schnurstracks in den Timanfaya Nationalpark. Zum Fahren. Dieses Auto ist vor 4 Jahren vorgestellt worden und ich habe es auch schon ein paar Mal gefahren. Ist ein bisschen her, dass ich es gefahren habe. Insofern habe ich nicht mehr ganz so den Fahreindruck parat. Aber wir haben uns hier ausgetauscht und es ist schon ein deutlich anderes Gefühl. Sobald du auch nur ein bisschen am Lenkrad dich bewegst, reagiert dieses Fahrzeug sofort. Es ist also deutlich direkter, deutlich handlicher und deutlich sportlicher geworden, ohne dich aber zu nerven. Du hast weiterhin das Gefühl, dass du ein sehr überlegenes Fahrgefühl hast, sehr sicheres, sehr ruhiges, entspanntes Fahrgefühl. Aber der Wagen ist, ich will nicht sagen, nicht so behäbig, das war er vorher auch nicht, aber er ist noch mal knackiger, noch mal schärfer geworden, wofür am meisten natürlich die Lenkung verantwortlich ist, das andere Übersetzungsverhältnis der Lenkung und die Federn, die Bushings, die ein bisschen härter sind. Also das Ganze ist knackiger und wirklich gut abgestimmt. Ansonsten hier innen hat sich nicht so viel geändert. Es ist immer noch derselbe Look, den man schon kennt. Die Materialien sind edel. Was ich persönlich nicht bestellen würde, muss ich ehrlich sagen, sind diese Kameraspiegel. Mit denen stehe ich also absolut auf Kriegsfuß. Haben wir hier ein paar Mal probiert. Und es ist für mich unheimlich schwierig, in diesen Spiegeln letztlich eine Entfernung einzuschätzen. Also mir fehlt da so die Plastizität, dieses Dreidimensionale. Wie weit bin ich dran? Wie nah ist der dran? Wie weit ist der weg? Ich kriege zwar eine Totwinkelwarnung hier in den Spiegel, wenn ich die Spur wechsle, aber für mich wäre das nichts. Außerdem, ganz ehrlich, wenn man so fährt, also so, dann sehe ich den Monitor gar nicht mehr. Das ist alles Jammern auf hohem Niveau, aber ich finde, ein normaler Spiegel, der wäre mir lieber. Hat auch was mit Kosten zu tun. Wenn dir das Ding einer abfährt, kostet das wahrscheinlich richtig Geld. Bei den Spiegeln ist eine Kappe und ein Glas, kostet auch Geld, wird aber billiger sein als diese Kamera hier. Und es ist wieder eine Fehlerquelle weniger. Ja, wir fahren noch ein bisschen mit dem Fahrzeug her und zeigen euch noch ein paar Eindrücke von dem Audi SQ8 auf Lanzarote. Ja, was sagt ihr zum Q8 e-tron? Für mich ist das ein guter alter Bekannter, der richtig aufgepeppt worden ist, der in vielen Dingen voll auf der Höhe der Zeit ist und in manchen auch eine Nasenlänge Vorsprung hat. Ich finde den gut
Und was ist eure Meinung? Schreibt hier drunten in die Kommentare. Wir konnten hier auf Lanzarote den Wagen fahren. Wir konnten einiges nicht ausprobieren. Es gibt hier keine wirklich ausgebaute Schnellladeinfrastruktur. Die Ladekurve mit den 170 kW Peak kann ich euch nicht zeigen. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat für einen sehr ausführlichen Praxistest bei mir zu Hause rund um Hamburg. Ich bin Oliver von 163 Grad. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn dir an Elektromobilität, wenn dich Elektromobilität interessiert, Photovoltaik und du was über Strom wissen willst, dann schau doch mal dieses Video. Vielleicht gefällt es dir auch.